Das ist jetzt eine Käsesahnetorte und da ist Quark drin und Milch drin. Edelgard Six bei ihrer Lieblingsbeschäftigung. Torten backen und diese dann kunstvoll verzieren. Eine solche Käsesahnetorte konnte sie lange Zeit nicht genießen. Im Jahr 2000 wollte ich mit meinem Mann in die Türkei fliegen, Urlaub machen. 3 Tage vorher habe ich starke Bauchschmerzen gekriegt, Bauchkrämpfe und auch starke Durchfall. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte und habe mir dann halt schnell einen Rat gesucht. Dieser Mann sagte, ich brauche nur Milch weglassen und dann ist alles gut. Und so war es auch. Eine Laktoseintoleranz wird vermutet. Und dann habe ich 20 Jahre lang kein Quark, kein Frischkäse und kein Joghurt gegessen. Im Jahr 2020 plant sie eine Reise nach Israel mit einer Gruppe aus ihrer Kirche. Vorher besucht sie eine Gebetsnacht. Ich war im Missionswerk Karlsruhe und da konnte man eine Gebetskarte ausfüllen mit Gebetsanliegen. Und da habe ich das draufgeschrieben mit der Laktoseintoleranz. Und dann habe ich es Gott einfach abgegeben. Sie genießt die Reise nach Israel und macht dabei eine spannende Erfahrung. Wir haben viele Städte besucht, wo Jesus gelaufen ist, wo er gewirkt hat. Wir waren auch auf dem Ölberg, im Gartengrab. Wir haben am Gartengrab gesungen, wir haben gebetet, wir haben auch Abendmahl gefeiert. Und da habe ich gespürt, dass Gott ganz nahe war. Und er hat mein Herz so tief berührt, ja, dass ich einfach weinen musste. Er war einfach nah, er war mir so nah, dass ich das gespürt habe. Nach der Israel-Reise ist sie wegen starker Magen-Darm-Probleme beim Arzt und lässt dabei auch einen Laktosetest machen. Und dieser Laktosetest zeigte 0 Laktoseintoleranz an. Und dann habe ich es wirklich herausgefordert, bin heim, habe so viel Milch getrunken, was passiert? Nichts passiert. Dann habe ich nochmal so viel Milch getrunken, nichts passiert. Und dann habe ich 2 Gläser frische Kuhmilch getrunken und ist nichts passiert. Dann habe ich angefangen Quark zu essen, Frischkäse und Joghurt zu essen und es ist bis heute gut. Gesundheit ist für mich ein Gut, das nicht selbstverständlich ist. Es ist ein Stück Lebensqualität und ein Stück Freiheit. Edelgard Six genießt ihre Freiheit in der Landschaft rund um ihren Wohnort. Also mein Verhältnis zu Gott und Jesus ist intensiv. Ich danke Gott jeden Tag für seine Güte und seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Und so gehe ich mit Gottes Wort in den Tag hinein und vertraue darauf, dass er mich führt und leitet. Also Vertrauen, dass ich mir keine Sorgen machen muss und auch keine Angst haben muss, weil er alle Zeit bei mir ist.